Guten Morgen zusammen. Wie ihr sehen könnt, direkt vor uns ist Wasser. Hier neben ist es so ein bisschen moorig. Zu der Seite ist so ein kleiner Nebenarm. Und wir befinden uns passend jetzt am Steinhuder Meer zum Radeln. Sind schon seit 2 Tagen hier. Ersten Tag halt spät nachmittags abends angekommen, war es nicht mehr so, dass man groß hätte radeln können. Und deswegen erst jetzt ein Video. Und gestern war es so bis 16 Uhr doch sehr bewölkt. Da hat das Film auch nicht so richtig Spaß gemacht. Aber heute, ihr seht selber, ist es traumhaft schön. Wir fahren jetzt erstmal da Richtung Steinhude und wollen dann einmal hier um Steinhuder Meer drumherum und dann mal schauen, was uns alles so erwartet. Wenn ihr mögt, bleibt gerne dran. Und dann geht's weiter, schön hier über so herrlich angelegte Radwege und auch getrennt. Links Fußgänger, rechts Radfahrer, damit man sich nicht in eine Quere kommt. Und wenn man dann in Steinhude ankommt, ist das erste hier die Strandterrassen, finde ich. Ein sehr imposantes Gebäude. Von der anderen Seite auch schön, aber ich denke, da komme ich jetzt mit dem Rad nicht rum. Daher nur von vorne. Angrenzend dann dieser kleine Park mit Spielplatz und Dinosaurier da vorne. Und hier der Brunnen, wo es dann da vorne weiter über die Brücken geht, entlang des Wassers. Aber das ist jetzt alles Fußweg und da wir eine Radtour machen, werden wir auch da jetzt nicht herkommen. Aber ansonsten wunderschön hier. Gerade im Vorbeifahren hier an dieser ehemaligen Bushaltestelle ist uns aufgefallen, dass wir noch ein Buch brauchten. Wir haben nur eins eingepackt und nach der Radtour wird natürlich ein bisschen gelesen, in der Sonne sitzend und Kaffee dabei. Und diese offenen Bücherregale bin ich ja eh ein Fan von, das wisst ihr. Aber das war schön. Achtung, hier brütet ein Vogel. Und tatsächlich da oben drinne, man erkennt es wahrscheinlich kaum, ist ein Vogel am Brüten, will ich auch gar nicht weiter stören. Aber ich fand es schön, dass da das Schild hingehangen wurde und der Vogel einfach nicht gestört wird, ohne Rücksicht auf die Bücher. Ganz toll. Und so schön kann man hier am Steinhuder Meer wohnen. Und so schön geht es jetzt hier über Land, geschotterte Wege. Und alles blüht, die Vögel am Zwitschern. Das kann man so richtig genießen. Jetzt stand gerade an dem Radweg ein Schild hier Aussichtsturm und da muss man über solche Stege hier durchs Moor gehen. Auch mit den ganzen Vögeln hier ist schön. Und unterwegs kommen dann so kleine Hinweise, Erlebnisweg, totes Moor, dass im 17. Jahrhundert hier dieser Kanal in den Sumpf gegraben wurde und seitdem verbindet der ehemaligen Torfabbauflächen im Toten Moor mit dem Steinhuder Meer. Jetzt freuen sich die Enten. Und hier ist jetzt das Türmchen, wo wir mal hochgehen, um die Aussicht zu genießen. Einen großen Heidorner Turm. Und wenn man hochkommt, sieht man direkt hier Hand in Hand ein See verlandet mit Blick nach Süden über Erlen, Buchenwald, Weiden, Schilfpflanzen und Röhricht mit nährstoffreichem Sumpf. Und so wunderschön sieht es dann aus. Vorne ein schönes Segelboot, links im Bild hier Steinhude. Und in der Mitte diese kleine Insel. Ja, was man sogar ganz gut erkennen kann. So. Da fährt gerade das Ausflugsschiff weg. Herrlich. Und ganz besonders hier die Luft. Fühlt sich unheimlich klar an. Jetzt sind wir hier an dem nächsten See angekommen.
was früher mal ein Sandhügel war, wo dann das Moor abgebaut wurde, wie man ja schön da auf den Schaubildern erkennen kann. Aber besonders faszinierend sind ja jede so Moorkröten oder Moorfrösche in Blau. Wenn man die jetzt hier sehen könnte, wäre natürlich wunderschön, aber ist eher unwahrscheinlich, denke ich. Aber was schon schön zu sehen ist, ist die glänzende Seerose. Wenn auch gerade noch keine Blüte offen ist, nee, leider nicht. Aber auch so, denke ich mal, ist es wunderschön. Und wenige Meter weiter die nimmigste Möglichkeit, sich was anzuschauen. Das sind natürlich immer so Flächen, wo Moor mal war oder Moorausstiche waren. Aber jetzt hat es halt was von einer Heidelandschaft. Und auch das sollte man sich angucken, wenn man eh schon mal hier ist. Nicht immer auf der Flucht sein wie die meisten. Und ein weiteres kleines Türmchen, was wir entdecken dürfen. Und das Schönste hier ist einfach dieser Duft. Hier am Turm am Moorsteg steht auch noch mal schön erklärt, dass hier Schlingnatter, Kreuzotter, Ringelnatter und Blindschleiche vorhanden ist. Und die Kreuzotter ist die einzige giftige Schlange hier in Norddeutschland. War mir so nicht bewusst. Hier sieht man schön, wie nah das teilweise an den Radwegen ist, der Weg zum Turm. Nur so ein kleines Stück. Und dann wieder so ein herrlicher Ausblick. Kleine Birken, Kiefern und alles saftig grün. Und im Hintergrund dann immer wieder das Steinhudermeer zu sehen. Es hat wirklich ein bisschen was, als wenn man an der Küste wäre. Da das Steinhudermeer ja doch ein bisschen breiter ist. Und hier bekommt man doch sofort Lust, seine Badesachen auszuziehen. Beziehungsweise anzuziehen und ins Wasser zu gehen. Was ein herrlicher Tag. Und das sieht doch auch immer einladend aus. Beach Bar. So, nachdem wir uns jetzt gerade ein bisschen gestärkt haben, haben wir uns entschieden, hier nochmal rauszugehen auf diesen Steg. Wir sind jetzt Höhe der Sandstrände hier von den Badebuchten. Die habe ich ja gerade schon einmal von der anderen Seite gezeigt. Und es ist mittlerweile herrlich. Es sind 14 Grad. Und so in der Sonne, hier im Wind ist es noch kühl. Aber da, wo man geschützt unterwegs ist, ist richtig angenehm. Für den 1. Mai. Ja, ganz gut. Wir hatten ja schon Jahre, wo es deutlich wärmer war. Aber ich finde, so ist halt Jahreszeit entsprechend ganz okay. Letztendlich geht es darum, eine gute Zeit zu haben und hier das Licht zu genießen. Und die Umgebung, die hier echt wunderschön ist. Egal in welche Richtung. Die ganzen Segelboote, die man da mit den weißen Segeln auf dem Wasser sieht. Die Reflexion. Ist einfach wunderschön. Blauer Himmel, grüne Bäume. Und wieder ein kleines Türmchen. Der Meerbruch einst und heute. Ich habe schon wieder so ein bisschen Sprachstörungen. Ich denke, ihr merkt's. Viel plattes Land jetzt. Wenn man dann hier aus diesen kleinen Waldstücken immer rauskommt und dann das so leuchtend vor sich hat, das ist doch wohl herrlich schön. Da werden die Augen gleich größer, wie wenn leuchtendes Wasser ist. So, wir sind jetzt wieder zurück. Die Runde ist beendet, angekommen am Ankerplatz. Hier nebenan stehen wir mit dem Bulli. Und ich muss sagen, die Runde war wunderschön, Topwetter, alles gut gelaufen. Macht's gut, euer Markus.